Ich beobachte per Fern, Glas aus gesunder Entfernung und versteckt im Gebüsch. Eine interessante, im Rudel lebende Spezies. Mehrere relativ dumme Wesen aus Menschensicht. Doch man kann nicht abstreiten, dass es eine Grundintelligenz besitzt. Sind überall zu finden und nicht nur in Strandgefilden. Kann man ein Affenmännchen schnell auf die Palme bringen. Sie anzublicken reicht als Auslöser für Kontrollverlust. Es kann die Reaktion nicht verhindern, sobald es den Reiz verspürt. Es ist konditioniert, der Wunsch nach Reviermarkierung überlagert seine Fähigkeit zur Triebregulierung. Ich könnte unter ihnen leicht der Ranghöchste werden, indem ich den Rest des Rudels mit Fäkalien bewerfe. Sind sich nicht kontrollieren können, die Nervenbündel und nicht auf der höchsten Stufe der Evolution, trotz der Kletterkünste. Um unter ihnen dann überleben zu wahren, hilft die Benutzung eines Ablenkungsgegenstandes wie eine geschälte Banane. Dieser Beat ist das Letzte, doch Affen hören das. Keiner schert sich um dein Bestes, jeder kratzt am eigenen Arsch. Vögel überwachen die Affen, statt Affen beim Vögeln zu überwachen, denn sie machen nur Schwachsinn und am Ende ist alles Banane. Dieser Beat ist das Letzte, doch Affen hören das. Keiner schert sich um dein Bestes, jeder kratzt am eigenen Arsch. Vögel überwachen die Affen, statt Affen beim Vögeln zu überwachen, denn sie machen nur Schwachsinn und am Ende ist alles Banane. Die letzte Handvoll Pommes wirkst du mit Hilfe von Cola runter. Die letzte Ration Dosenfutter wird gestreckt mit Soßenpulver. Körperlich zwar kräftig, aber seelisch in einem Koma-Zustand. Sehe ich weniger Menschenwesen als verdrehte Orang-Utans, die mit Kacke werfen und krank davon werden. Stellen so gut wie keine Fragen, aber antworten sehr gerne. Benehmen sich stetig wie Crack-Junkies auf Punkrock-Konzerten, während sie ihr blutendes Leben wie einen Tampon wegwerfen. Angst vor dem Sterben, aber lebensmüde leben. Hauptsache andere mit Käsefüßen treten. Sehen die Eitelkeit der Primaten auf Hebebühnen stehen. Doch wenn's dagegen geht, lassen sie's aus ihren Tränendrüsen regnen und fordern Menschlichkeit. Ihr kriegt nen Scheiß, weil ihr von gottverdammter Menschlichkeit vollkommen entfremdet seid. Statt mit Werten stoppt ihr mit Kotzbrocken die Sendezeit, damit auch wirklich jeder Vollposten hängen bleibt. Dieser Beat ist das Letzte, doch Affen hören das. Keiner scherzt sich um dein Bestes, jeder kratzt am eigenen Arsch. Vögel überwachen die Affen, statt Affen beim Vögeln zu überwachen, denn sie machen nur Schwachsinn und am Ende ist alles Banane. Dieser Beat ist das Letzte, doch Affen hören das. Keiner scherzt sich um dein Bestes, jeder kratzt am eigenen Arsch. Vögel überwachen die Affen, statt Affen beim Vögeln zu überwachen, denn sie machen nur Schwachsinn und am Ende ist alles Banane. Ja, Refrain ist scheiße, oder? Volle Rotze Scheiße. Ich weiß auch nicht. Mach mal weg, oder? Ja, wir löschen ihn. Ja, das will ich auch mal sagen. Das ist ja völlig.